Hallo! Wie schön, dass ihr da seid und wie schön, dass wir jetzt auf die Neuzugänge gucken können, die in den letzten 9 Monaten hier eingezogen sind. Ja, ihr könnt euch denken, da ist einiges zusammengekommen, aber tatsächlich würde ich sagen, für meine Verhältnisse, für diesen langen Zeitraum, doch relativ wenig. Also ich glaube, im gleichen Zeitraum, ein Jahr früher, ist auf jeden Fall mehr eingezogen als dieses Mal. Aber es sind genug Bücher, als dass wir jetzt gut miteinander beschäftigt sind. Mich würde aber interessieren, was zuletzt bei euch eingezogen ist und ob es einen Kauf gab in der letzten Zeit an Büchern, den ihr dann doch bereut habt. Und ich starte einfach mal hier rein. Ich habe zwei Stapel neben mir stehen. Einige wenige dieser Bücher habe ich schon gelesen, die meisten aber nicht, und ich zeige euch die einfach mal nach und nach. Das erste ist Nicolas Denis, Die Tanten. Das habe ich auf Anraten eines sehr guten Freundes von mir gekauft. Eigentlich wollten wir das zusammen lesen, aber jetzt hat er doch keinen Bock mehr. Und jetzt bleibe ich auf diesem Buch sitzen, aber es hört sich total cool an. Meine Tanten, vier starke, ungebundene Frauen ihrer Zeit weit voraus. Ein Frauenporträt der besonderen Art. Marianne, Hanne, Irene und Hilde heißen die vier ledigen Tanten der Erzählerin, die, statt vorgegebenen weiblichen Rollenmustern zu entsprechen, lieber einen engen Schwesternbund knüpften. Nicolas Denis oder Dennis spürt den zwischen Loyalität und privatem Glück balancierenden Biografien nach und verschränkt Familien- und Zeitpanorama zu einem wunderbar lebendigen Kosmos weiblicher Autonomie. Also, wenn dieses Buch nicht Eva schreit, ja, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also, ich lese das auch gerne ohne Jonathan und freue mich auf die Tanten. Dann, die habt ihr schon gesehen, aber es sind trotzdem Neuzugänge, und ich zeige euch die nochmal kurz. Denn diese beiden Bücher waren in meinem Wichtelpaket, das ich von Christinchen bekommen habe. Und da habe ich mich sehr gefreut und das war total schön. Wenn ihr nochmal so oder schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung haben wollt, denn im Supermarkt hatte ja auch schon begonnen, ich verlinke euch einfach mal das Wichtel-Video hier oben, wo ich mein Paket bekommen habe. Denn also es macht ja mega Spaß, diese Wichtelpakete auszupacken und zu gucken, was die Leute da reingetan haben. Vielleicht habt ihr Bock, da mal nochmal reinzuklicken. Diese beiden Bücher gab es da für mich, nämlich einmal Elektra von Jennifer Saint. Und ich liebe ja griechische Mythologie. Und es geht um Elektra. Und Elektra ist die Tochter von Agamemnon. Jetzt guck mal hier, die junge Tochter, die jüngste Tochter von Klytämnestra und Agamemnon. Elektra findet es ganz furchtbar, dass Klytämnestra und deren Lover Agamemnon getötet haben, als der von Troja endlich wieder nach Hause kommt. Und genau. Und Orestes rächt ja dann den Vater und Elektra hängt da irgendwie auch so ein bisschen mit drin. Und was man Ödipus-Komplex bei Jungs in Bezug auf ihre Mütter nennt, würde man Elektra-Komplex in Bezug auf Frauen oder also Töchter und ihre Väter nennen, wenn ich da richtig informiert bin. Der ist nämlich tatsächlich nicht so häufig besprochen wie der Ödipale-Komplex. Genau. Sieht doch total cool aus, das Buch schon mal, oder? Habe ich, also griechische Mythologie, yes. Und dann hatte ich auf der Liste dieses Buch auch noch stehen. Und Christine wollte das eh aussortieren. Anne Freitag, Den Mund voll ungesagter Dinge. Ich habe bisher ein Buch von Anne Freitag gelesen. Nicht hier und nicht da. Oder nicht hier und nicht weg. Ich habe wirklich richtig Probleme mit diesem Titel. Ich konnte mir den noch nie richtig merken. Das fand ich okay. Und ich wollte ihr nochmal eine Chance geben und diese Geschichte hört sich auch cool an. Wenn Sophie es sich aussuchen könnte, wäre ihr Leben simpel. Aber das ist es nicht und das war es auch nie. Das fängt damit an, dass ihre Mutter sie direkt nach der Geburt im Stich gelassen hat und endet damit, dass Sophies Vater plötzlich beschließt, mit seiner Tochter zu seiner Freundin nach München zu ziehen. Alle sind glücklich, bis auf Sophie.
Was hat es bloß mit dieser verdammten Liebe auf sich? Sophie selbst war noch nie verliebt. Klar gab es Jungs, einsam ist sie trotzdem. Bis sie in der neuen Stadt auf Alex trifft. Das Nachbarmädchen mit der kleinen Lücke zwischen den Zähnen, den grünen Augen und dem ansteckenden Lachen. Zum ersten Mal lässt sich Sophie voll und ganz auf einen anderen Menschen ein. Und plötzlich ist das Leben neu und aufregend. Bis ein Kuss alles verändert. Also auch eine queere Geschichte. Hört sich total cool und spannend an. Habe ich Bock drauf. Dieses ist ein Buch, das ich eigentlich verschenkt habe und Pierre hat das schon fertig gelesen und hat mir das ausgeliehen von James Rhodes, Der Klang der Wut. Und ich habe die Empfehlung zu diesem Buch, oh, jetzt muss ich einmal meine Augen machen, es juckt, habe ich aus einem Podcast. Ein Podcast, in dem der Oberarzt in der Klinik, in der ich arbeite, Christian Virus, da ist auch ein Buch von ihm im Stapel, über die dissoziative Identitätsstörung spricht. Früher irgendwie multiple Persönlichkeitsstörung genannt, das wird heute anders genannt, DIS, D-I-S. Und Christian Virus empfiehlt dieses Buch, weil der Autor dieses Buches, der ist Pianist und der hat eine DIS und berichtet davon. Und Christian hat gesagt, er findet das da in diesem Buch sehr eindrücklich und gut beschrieben. Und da dachte ich, das könnte Pierre interessieren, weil der auch ja Musik lebt und liebt und halt auch Psychologe ist. Und das hat ihm auch, also er fand es spannend und deswegen hat er es mir wieder zurückgegeben, damit ich das auch mal lese. Wenn euch übrigens die Musik von Pierre interessiert, da gibt es auch was auf Spotify zu hören von ihm. Ich packe euch mal unten in die Infoboxen links einen Link. Dann könnt ihr das mal abchecken. Das ist richtig tolles Zeug, was der macht. Ich liebe es, ich höre es rauf und runter und vielleicht gefällt es euch ja auch. Dann habe ich von Dr. Nicole DePera, die auf Instagram als The Holistic Psychologist unterwegs ist und auch das Buch Heile dich selbst geschrieben hat, das ich im Regal stehen habe und immer noch nicht gelesen habe, obwohl ich das, was sie auf Instagram teilt, total toll finde. Die hat hier ein How to Meet Yourself Workbook geschrieben, um sich selbst näher zu kommen und sich selbst zu entdecken und verstehen. Jetzt kommt bald sogar noch ein weiteres Buch von ihr raus, wo es um Liebe und Beziehung gehen wird. Ich finde es cool, was sie tut. Es gibt gar keinen Grund, warum ich noch nicht die Bücher gelesen habe. Also der einzige Grund ist einfach, es gibt noch so viele andere Sachen, die ich lesen will. Und irgendwie rutscht immer irgendwas davor. Aber ihre Arbeit ist toll. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auch auf dieses Workbook und ob es da was drin gibt, was ich vielleicht zum Beispiel auch in der Klinik ganz gut gebrauchen kann. Und wenn wir schon bei Klinik sind, zeige ich euch auch mal hier ein Fachbuch. Onno van der Hart, Ella Nienhuis und Kathy Steele, Das verfolgte Selbst, strukturelle Dissoziation, die Behandlung chronischer Traumatisierung. Dickes Fachbuch, teures Fachbuch, es geht um Trauma und strukturelle Dissoziation heißt, dass bestimmte Anteile oder bestimmte Gefühle grundsätzlich abgespalten sind. Also es gibt die funktionale Dissoziation, wo man während einer Situation dissoziiert, um als Schutz vor dieser Situation, um die nicht mehr voll und ganz erleben zu müssen. Und die strukturelle Dissoziation, das habe ich jetzt auch erst in der Klinik gelernt, ist quasi die Abspaltung von zum Beispiel sowas wie Wut. Dass man einfach nie Wut spürt. Aber die Wut ist ja da. Auch wenn es abgespalten, auch wenn es dissoziiert ist, ist die mit im System da und kann getriggert werden. Und dann kommt die rausgeblasen mit aller Wucht. Und das macht meistens Probleme. Und weil das einfach so wichtig und so spannend ist, und ich finde es immer ein bisschen zynisch an so einer Stelle, wenn es um Trauma geht, spannend zu sagen. Aber was ich spannend finde, ist zu verstehen, wie das Nervensystem und die menschliche Psyche funktioniert. So. Genau. Und das Buch hat mein Chef mir empfohlen zu diesem Thema. Und deswegen habe ich mir das mal zugelegt. Ups. Nichts passiert, Buch sieht gut aus. Next one, Myth of Normal von Gabor Maté, zusammen mit seinem Sohn Daniel Maté geschrieben. Dieses Buch habe ich hier schon gelesen, beziehungsweise habe ich es mir
als Hörbuch angehört. Dickes Biest gibt es übrigens auch auf Deutsch. Sehr wichtig und sehr, sehr empfehlenswert. Da steht Trauma, Illness, Healing in a Toxic Culture. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass er sagt, unsere Kultur ist wirklich toxisch. Unsere Kultur macht uns krank, so wie die ist. Und es ist kein Wunder, dass Menschen traumatisiert und krank werden. Und viele, viele somatische Krankheiten gehen eigentlich auch auf Traumata zurück, die unsere Gesellschaft ignoriert, fördert, herstellt und selber ja auch dazu führt. Und ich finde das einen so wichtigen Beitrag, einen ganz wichtigen Diskurs, wichtig darüber nachzudenken und auch so ein bisschen diese künstliche Trennung von Körper und Geist zu hinterfragen, denn die ist eigentlich Quatsch. Unser Körper und unser Geist und unsere Gefühle gehören zusammen. Also Gabor Maté sagt zum Beispiel auch, dass das System, über das Emotionen ausgedrückt werden, das gleiche Körpersystem ist wie unser Immunsystem. Da werden die gleichen Verschaltungen, die gleichen Bahnen benutzt. Und wenn ich Gefühle grundsätzlich unterdrücke und Gefühlsausdruck grundsätzlich unterdrücke, dann unterdrücke ich auch Immunsystem. Und das ist total abgefahren. Dr. Gabor Maté ist Arzt und hat schon echt viele Bücher geschrieben. In dem Stapel ist auch noch ein weiteres von ihm. Und das hier ist so eins, wo er dann alles, was er bisher so gemacht hat, zusammenfasst. Und deswegen ist es so cool, weil da so, so viel drin vorkommt. Und ich fand's beeindruckend und wichtig. Natürlich schon fast, also nicht so ein populärwissenschaftliches Sachbuch, was man gut lesen kann. Also Brené Brown zum Beispiel kann man ja total gut lesen. Auch das hier ist schon ein bisschen anstrengender zum Lesen, aber trotzdem kann man es machen und ist auch gut verständlich. Es gibt viele, viele Beispiele. Genau, also dringende Empfehlung. So, jetzt muss ich eine kleine Pause machen und mein Handy laden. Weiter geht's. Ruth hat mir zum Geburtstag dieses Buch geschenkt. Stefanie Kosten, das kleine feine Einmachbuch, das Beste aus allen Jahreszeiten im Glas, denn ich mache total gerne Sachen ein und mir macht das mega viel Freude. Und deswegen hat Ruth mir dieses Buch ausgesucht und es ist echt schön. Ich habe da schon drin rumgeblättert und es ist einfach auch schön, schön gestaltet, schön gemacht. Besondere Rezepte, aber auch Grundlagenrezepte drin und ich glaube, da kann ich viel mit anfangen. Also, danke Ruth für dieses tolle Buch. Dann habe ich von meiner allerliebsten Janika dieses Buch bekommen, Juli C. Neujahr. Das hat sie gelesen und fand das ganz toll. Ich habe noch nichts von Juli C. gelesen und denke, so ein dünneres Buch ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Also ich weiß, dass einige sie ja wirklich sehr gerne lesen und das hört sich auch spannend an. Ein Familienurlaub auf Lanzarote, der zum Albtraum wird. Sie schreit nach Mama. Ja, ich habe mich verlesen. Ist okay, da muss ich jetzt nicht für ausrasten. Ist gut, ist gut, Moment. Puh, er hat mir verziehen. Ich fange nochmal an mit dem Lesen und jetzt achte ich besser drauf. Sie schreit nicht nach Mama, sondern nach ihm. Jedes Mal, wenn sie seinen Namen ruft, schneidet es ihm ins Fleisch wie ein Messer. Er geht weiter, schaut sich nicht um. Hört sie nicht mehr, sieht sie nicht, stürzt, steht auf, läuft. Okay, mal gucken, was mich hier erwartet. Dann habe ich noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen von Jette. Brigitte Glaser Kaiserstuhl. Denn ich wohne ja hier direkt neben dem Kaiserstuhl. Und da, wo Marlon und ich gerne unterwegs sind, können wir den auch eigentlich immer sehen. Und ja, bin ich ganz gespannt. Hier steht, am Kaiserstuhl kreuzen sich kurz nach Kriegsende die Wege von Henny Köpfer und Paul Duringer. Die Tochter eines Weinhändlers und der elsässische Soldat leben auf dem Hof der alten Bäuerin Ketter.
Mit ihr und dem kleinen Kaspar wachsen sie zu einer Familie zusammen. Doch es sind keine einfachen Zeiten. So leicht die Liebe entsteht, zerbricht sie auch wieder. Erst 1962 stehen sich Henny und Paul wieder gegenüber. Henny ist im Besitz einer alten Champagnerflasche, die Paul im Auftrag des französischen Sicherheitsdienstes sucht. An Symbolkraft kaum zu überbieten, steht sie für die Plünderungen der Deutschen in Frankreich und soll Adenauer von de Gaulle bei einem Festakt überreicht werden. Ich nehme an, diese Flasche ist fiktiv, aber Geschichte und Ortsnähe, da kann ja viel versprechen hier. Also könnte cool werden. Dann hat Jette mir dieses Buch hier ausgeliehen als Leihgabe gegeben, nämlich von Libadugo, Die Leben der Heiligen. Und wenn ihr die Libadugo-Bücher und die ganze Grisha-Welt kennt, dann kennt ihr auch dieses Buch. Und das ist da in den Geschichten sehr bedeutsam, weil genau halt diese ganzen Mythen und Heiligengeschichten hier drin sind, die in der Geschichte dann wichtig werden. Und halt schön illustriert und alles sowas. Und genau, damit ich mir das mal angucken kann, hat die liebe Jette mir das mal mitgeschickt. Dann habe ich noch zwei Bücher bekommen und über dieses Jahr habe ich mich sehr gefreut, weil ich es total witzig finde. Nämlich von Jean Pütz, die Hobbithek, das goldene Buch, das Beste aus 30 Jahren Hobbithek. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung noch kennt. Ich finde es vor allem total witzig und das ist sowas zum Reinblättern und mal anschauen. Und ich war mal im Fernsehen, als ich 16 war, mit Jean Pütz zusammen. Also wir waren in der gleichen Sendung. Ich habe ihn getroffen. Er ist sehr groß und sehr, sehr nett. Und das zweite ist dieses Buch von ihm, Süßigkeiten und Gebäck, gesunde Rezepte für Schleckermäuler, auch aus der Hobbithek. Tatsächlich ist hier irgendwie erstmal viel Text dazu, wie man das macht, aber irgendwann und wie Zucker funktioniert und so. Und irgendwann kommen dann auch Rezepte und es ist einfach so, es ist einfach so geil oldschool, total cool. Dann dicken Brecher hier, ganz schön schweres Buch. Das habe ich zu Weihnachten noch bekommen, letztes Jahr, aber das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr wisst vielleicht, dass ich die illustrierten Ausgaben der Harry Potter Bände sammle, weil ich die wunderschön finde und vielleicht irgendwann dazu komme, mit meinen Nichten oder anderen Kindern, die ja, Teil meines Lebens sind, die mal durchzublättern. Deswegen sind die auch alle extra auf Deutsch. Und das hier ist der fünfte Band und der Orden des Phönix. Und sieht es nicht schon wieder total cool aus. Und dann noch was mit bunten Bildern. Dieses hier. Von Lisa Aissato, Die Farben des Lebens. Das habe ich von Janika zum Geburtstag bekommen. Und das ist ein wirklich total schönes Buch. Also die Illustrationen sind einfach toll. Und guckt euch mal einfach auch die Gesichter an, wie die und die Augen. Also das ist wirklich ganz, ganz fantastisch, ganz besonders. Und da sind so die verschiedenen Stufen, die man im Leben so durchmacht, illustriert. Und da sind auch immer so ein paar Sätze dabei. Und es ist sehr schön. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass hier ein gesellschaftlich als normal gesehener Weg dargestellt wird. Also da steht dann zwar, und vielleicht findest du jemanden oder auch nicht, und vielleicht hast du Kinder oder auch nicht, aber was illustriert ist, ist der Weg, wenn man es hat, wenn man einen Partner findet, und wenn man irgendwann Kinder hat. Und ich hätte mir gewünscht, so zwei, drei Bilder, die auch mal einen alternativen Lebensweg darstellen, nämlich zum Beispiel ohne Partner oder ohne Kinder und wie es dann weitergeht und was dann, also zum Beispiel die Bilder, die das Alter betreffen, haben ganz viel mit den Kindern und mit den Enkeln zu tun. Und was ist aber, wenn man die nicht hat? Also an der Stelle habe ich dann gemerkt, ich kann mich nicht mehr so wiederfinden und fühle mich ungesehen in meiner Lebensrealität, nämlich ohne Partner und ohne Kinder. Und das hätte ich mir sehr gewünscht. Nichtsdestotrotz sind die Bilder einfach Wahnsinn und es ist total schön. Und da ich euch das ja jetzt
hier im Video gezeigt habe, kann ich das auch endlich mitnehmen in die Klinik, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass meine PatientInnen das genießen werden, in der Wartezeit hier so ein bisschen drin rumzublättern. Und wenn wir schon mal bei meinen PatientInnen sind, für die habe ich dieses Buch hier gekauft von Claudia Groß-Müller, Nur Mut, das kleine Überlebensbuch, Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik und Co. Da gibt es ganz viele verschiedene. Das mit so ein paar Tricks zum Schlafen habe ich auch schon da stehen. Und ach, die Illustrationen sind ganz süß. Und die Übungen sind wirklich so ganz kleine. Also Schneuzen zum Beispiel ist hilfreich. Oder die Wirbelsäule spüren, indem man die so gegen die Wand drückt. Genau, Moment. Schnauben hilft, Schneuzen hilft, Duftatmen hilft, mit den Fingern schnippen hilft, all sowas. Also wenn das für euch ein Thema ist oder ihr jemanden kennt, diese Bücher mit den Schafen werden sehr viel empfohlen und die, die ich bisher kenne, finde ich auch cool. Und dann habe ich von der Mutter von einem sehr guten Freund von mir das hier geschenkt bekommen, Ferdinand von Schirach, Schirach, jeder Mensch. Artikel 1 Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Artikel 2 digitale Selbstbestimmung. Artikel 3 künstliche Intelligenz. Artikel 4 Wahrheit. Artikel 5 Globalisierung. Artikel 6 Grundrechtsklage. Für so ein kleines, dünnes Büchlein hört sich das aber ganz schön gehaltvoll an. Krass, ich bin sehr gespannt. Dann von einer ganz tollen Patientin, mit der ich so gerne gearbeitet habe, habe ich am Ende unserer gemeinsamen Zeit dieses Buch hier geschenkt bekommen. Pavlova von Brian Sewell. Oder wie man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt. Die bezaubernde Geschichte von einem Mann, der auf einer Reise alles stehen und liegen lässt, um eine junge Eselin zu retten und sich mit ihr auf den langen Weg von Pakistan bis nach London zu machen. Zu Fuß. Ein Buch für alle Liebhaber von Geschichten, die man sein Leben lang mit sich trägt. So elegant, augenzwinkernd und charmant geschrieben, wie es nur die Briten können. Mit hinreißenden Illustrationen. Da hat sie auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen. Dann habe ich mir noch dieses Buch hier gegönnt. The Unexpected Joy of Being Single von Catherine Gray. Denn ich fand es irgendwann wichtig für mich, mich nicht mehr darauf zu konzentrieren, wie kann ich einen Partner finden, was muss ich an mir machen, um da irgendwie auch attraktiver zu werden. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Körperliches, sondern auch so, genau, also nicht nur die Idee, ich will jemanden haben, sondern auch jemand zu werden, mit dem jemand anders gerne in Beziehung wäre. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Schnelle Sinn macht, was ich hier versuche zu sagen. Also ich wollte mich nicht mehr darauf konzentrieren, dass mir da was fehlt, sondern ich wollte mich darauf konzentrieren, was mein Leben zu bieten hat. Und da ist mir dieses Buch hier gerade recht gekommen und ich finde das ja einfach einen viel schöneren Ansatz, ehrlich gesagt. Bin ganz gespannt auf dieses Buch. Gabor Maté haben wir heute schon getroffen. Hier Scattered Minds, da geht es um ADHS oder auch ADS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung oder Aufmerksamkeits ADH Defizit Hyperaktivitätsstörung. So rum, genau. Also wir benutzen ja immer die Abkürzung, muss man erstmal überlegen, was eigentlich dahinter steckt. Da hat er auch was zugeschrieben und vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive eingenommen, als das häufig so gemacht wird. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf. In The Myth of Normo kommt das schon auch so ein bisschen vor, aber hier natürlich viel, viel ausführlicher. Dann habe ich dieses Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen: Lexikon der Lebenskunst von Andreas Brenner und Jörg Zierfass. Und ich finde es einfach super, super witzig. Also da steht echt alles Mögliche drin. Gefühle aufbringen. Wenn Gefühle sichtbar werden, dann ist es meist schon zu spät. Und dann gibt es dann ganz viel Text. Und das ist einfach so was zum bisschen drin rumschmökern, ein bisschen drin rumlesen, ein bisschen drüber schmunzeln und lachen. Total cooles Geschenk. Danke. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Sally Perrell, Ich war Hitlerjunge Salomon. Das Buch, nach dem der preisgekrönte und viel diskutierte Film entstand. Ich habe mir vorgenommen, die ganze Wahrheit zu schreiben, ohne Rücksicht darauf, wie man sie interpretieren wird, sagt Sally Perrell oder Perrell.
Nach Jahren des Schweigens gibt er das Geheimnis seiner doppelten Identität preis. Der Jude Sally Perel entkam dem Holocaust in der Uniform der Nazis. Er überlebte mitten in Deutschland als Hitlerjunge Jupp Perjell. Auf eindringliche Weise berichtet er von den aberwitzigen Erlebnissen und der inneren Zerrissenheit dieses Doppellebens, das ihn in die Rolle des Opfers wie in die des Täters zwang. Sally Perel, ein Anti-Held des Holocaust. Habe ich tatsächlich noch nie was von gehört? Und hört sich ganz wichtig auch an. Dann habe ich dieses hier auch zum Geburtstag bekommen von sehr guten Freunden. Elif Shafak aus dem Verlag Kein und Aber. Das Flüstern der Feigenbäume. Die jungen Liebenden Defin und Kosten. Nee, Defne, das ist ja gar kein I. Guck mal, was das Gehirn da so dazu dichtet. Defne und Kostas dürfen sich nur heimlich treffen. Sie ist Türkin, er Grieche. Es herrscht Bürgerkrieg auf Zypern. Als sie durch die Unruhen getrennt werden, ahnen sie nicht, dass sie Jahre später wieder vereint werden. In einem neuen Leben auf einer neuen Insel. Schön. Also, spannend. Ich muss mich hier übrigens ein bisschen sputen, weil das Akku hier gleich schlapp macht. Dieses Jahr habe ich auch für meine Patienten und Patientinnen in meiner Leihbibliothek besorgt, weil ich in der Angstgruppe jetzt mehr über ACT rede, über die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, und dachte, es wäre gut, dazu ein Buch zu haben. Und dieses ist so ein bisschen, also nicht so indikationsspezifisch, also nicht Angst oder Depression, sondern hier geht es um Selbstakzeptanz, was auch einfach unfassbar wichtig ist und bei allen Störungsbildern und generell im Leben eine große Rolle spielt. Leben, so wie sie es eigentlich wollen, von Gis Jansen. Bin ich ganz gespannt. Kleines Buch. Ich hoffe, das taugt was. Werde ich euch dann im Lesemonat irgendwann mehr zu erzählen. Dann Christian Virus. Habe ich ja schon erwähnt. Der Oberarzt in der Klinik, in der ich arbeite. Wenn die Welt aus den Fugen gerät. Vom Umgang mit Angst in unsicheren Zeiten. Natürlich brandaktuell. Ich glaube, angefangen als Idee in der Corona-Zeit, aber es ist ja kein bisschen sicherer oder gewisser geworden, was auf uns zukommt. Finde ich eine total gute Sache. Ich weiß oder ich schätze Christian enorm und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was er da so zu Papier gebracht hat. Noch ein, also das ist jetzt ein Fachbuch, auch für Therapie. Ich kenne jemanden, die das so bestellt hat aus Interesse und hat dann gemerkt, ach, das ist aber mehr für die therapeutische Seite. Daniel Vogt, Ängste, Panik und Sorgen. Tatsächlich mein Fachbuch, was ich von vorne bis hinten durchgearbeitet habe für die Angstgruppe, die ich jetzt gerade in der Klinik mache. Daniel Vogt kenne ich aus dem Seminar. Ich fand den beeindruckend toll, hat alles Sinn gemacht, was er gesagt hat. Es war auch sehr inspirierend, das Seminar bei ihm zu haben. Und das Buch ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Hier geht es, also diese Reihe, da geht es um den systemischen Blick auf verschiedene Störungsbilder und systemische Ansätze, zum Beispiel in der Therapie von Angst und Panik. Dann hier ein Buch, das ich auch schon gelesen habe, der neue T.J. Klun, Die unerhörte Reise der Familie Lawson. Ich habe ja im Lesemonat gesagt, ich habe so ein paar Bücher einfach hier bei den Neuzugängen gelassen, auch wenn ich die schon gelesen habe, und erzähle euch so einfach ein bisschen was dazu jetzt. Also ich habe zwei Bücher von T.J. Klun ja schon gelesen und mochte die beide total gerne und habe dementsprechend eine gewisse Erwartungshaltung auch an dieses Buch gehabt, dass ein T.J. Klun-Gefühl hier aufkommt. Und das war so ein bisschen da, aber nicht so richtig, ja, nicht so richtig durchgängig und nicht so stark, wie ich das gerne gehabt hätte. Also da gibt es sehr viele schöne Momente auch in diesem Buch und schöne Erzählungen und viel, was ich vielleicht auch nicht begriffen habe. Hinten in der Danksagung steht drin, dass das eigentlich die Grundidee eine andere war, dass die Welt aber dafür noch nicht bereit war und T.J. Klun dann im Endeffekt die Geschichte abändern musste. Und ich glaube, das ist meine Vermutung, und ich habe es zusammen mit Jette gelesen, das war unser beider Vermutung, dass das spürbar ist, dass er eigentlich bestimmte Elemente aus der Geschichte genommen hat und die deswegen nicht mehr so ganz rund ist und nicht mehr so ganz funktioniert. Und es geht ja auch um eine Welt, die
von Robotern bestimmt ist. Und die Roboter sind aber sehr menschlich irgendwie. Die haben Eigenheiten, die haben komische Vorlieben, für die sie sich schämen können. Die haben Interessen und Wünsche und so und sind eigentlich, ja, eigentlich sehr menschlich und gleichzeitig aber auch Maschinen. Und diese Prämisse ist irgendwie für mich an manchen Stellen nicht ganz schlüssig geworden. Und das wird vor allem am Ende auch sehr, sehr spürbar. Also dieses war mehr so vielleicht knappe 3 Sterne, während die anderen mich wirklich auch toll abgeholt und sehr begeistert haben. Ja, das fand ich richtig schade, ehrlich gesagt. Und dann das letzte Buch für heute, wieder eins, was ich auch mit in die Klinik nehmen werde, von James Norbury, Die Reise, großer Panda und kleiner Drache. Da gibt es ja schon ein anderes von denen, das habe ich aber nur auf Englisch und das hier habe ich mir letztens in einer Buchhandlung gegönnt. Und die Bilder sind einfach schön und die Texte dazu sind auch sehr eine buddhistische Psychologie. Und die beiden gehen auf eine Reise und erleben da Sachen. Und der kleine Drache ist eher ängstlich und besorgt. Und der Panda ist sehr gelassen und sehr zuversichtlich. Und ja, die sprechen über diese Reise, was sie gerade bewegt. Und es ist einfach sweet und schön zum Durchblättern, zum Anschauen, zum berührt und inspiriert sein. Ich muss immer noch sagen, an Charlie Mackesy, der Junge, der Maulwurf, der Pferd, der Fuchs und das Pferd. Reicht immer noch nichts ran, aber die sind auch schon sehr, sehr schön. So, das war's. Das Akku hält noch. Gott sei Dank, ich habe es geschafft, euch hier die ganzen Bücher vorzustellen, die in den letzten 9 Monaten bei mir eingezogen sind. Wie gesagt, meine Frage an euch: Was ist zuletzt bei euch eingezogen und gab es in den letzten Monaten einen Kauf oder auch ein Geschenk, ein Buchgeschenk, das ihr bereut? Also würde mich einfach mal interessieren. Und dann verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an den Buchclub mit Morgen irgendwann mehr. Das ist zu weit weg, kann ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Und ich sende euch so viel Liebe raus. Ich bin so froh, wieder hier zu sein. Freue mich, von euch zu hören. Seid ganz geduldig mit mir bei der Reaktion auf die Kommentare. Das schaffe ich häufig nicht so gut. Aber ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und lese die auch. Und ich wünsche euch gerade gutes Ausatmen, gutes ein bisschen runterkommen aus dem Hamsterrad des Lebens, mal aussteigen, innehalten, anhalten. Macht es gut, ganz viel Liebe von mir zu euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.